Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Abenteuer auf dem Reiterhof 3 und ich bin Janike und ich freue mich, dass Sie dabei sind, um zu sehen, wie ich es auf Drecki reite oder auf Frank, ich weiß es noch nicht. Da ist noch Thomas dran. Überrascht euch! Und ich kann nicht rückwärts gehen. So, was müssen wir jetzt machen? Tagebuch. Ich habe den ersten Wettkampf gewonnen. Ich freue mich so. Jetzt kann ich die ersten Restaurierungsarbeiten am Gestüt vornehmen. Muss ich jetzt... Na und? Ich gehe mal zu Drecki. Der natürlich wieder sauber ist. Ich bin ja nicht so ein Blöder. Und der hat ganz viel Ausdauer. Und deswegen muss ich, glaube ich, mit dem losreiten. Welche umgereiten los? Wohin? Ich habe keine Ahnung. Der gibt mal Gas. Ich bin ins Dorf. Ich habe keine Ahnung. Ich habe alle so gesäubert. Maxi, Frank und Drecki. Und Drecki reicht es jetzt. Mal, wer da springen kann. Wow, Mann. So, ich möchte mich erstmal in ein Netz verfolgen. Entschuldigen wegen der vulgären Aussprache. Ich werde euch versichern, dass ich jetzt nicht so schnell ausrasten werde. Und dass die Anzahl der Beschimpfungen minimiert wird. Ja, ich habe keinen Bock, mich hier aufzuregen. Ja, natürlich! Jetzt geht die Ausdauer noch flöten. No, mein Gott. Mein Gott, verdammt nochmal. Das ist doch nur Mist. Komm, mach das Ding aus. Nicht aus. Mach das Ding leer. Es gibt Gas. Hans-Peter ist immer noch nicht da. Wo muss ich jetzt hin? Egal, wir reiten mit uns die Zeit weiter. Und da ist das Dorf. Vielleicht kann ich mir doch Kleidung kaufen. Aber eine andere Aufgabe ist, ich muss wieder rein. Und raus. Mal rein in die gute Stube. Schwarzer Bildschirm und da sind wir hier. Yeah. Und ein Auto, wo ich Auto fahren. Nein, wir haben keinen Führerschein. Und Kurs schließt Kims Uni, verdammt. Und wir biegen ab nach rechts. Und geben Gas. Und über die Brücke natürlich. Über die Brücke. Verdammt. Ist die Brücke. Hä? Egal, da ist die. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich jetzt zur Kanzlei? Ich gehe erstmal Opi besuchen. Opi. Opi, wo bist du? Da hätte ich auch rüber... Oh. Das Spiel schafft mich. Wo gehe ich jetzt eigentlich hin? Egal. Ich sag rum. Oh nein, was hast du, meine Dame? Weil ich wüsste. Na, gehen wir mal zum Notar. Ich finde mich natürlich hier ganz toll. Da. Juhu, South Park. Das ist CD. Das wird auch gut. Nix raus. Alles. Nimm die CD. Du bist böse. Nein, bist du nicht. Wenn wir nicht hier sind. Ich habe eine dumpfe Vermutung gesetzt. Was wollen Sie das hier? Nein, können wir nicht. Ah, die
eigentlich gar nichts mehr. Verlassen kann das Dorf doch nicht sein. Müssen es doch mehr Menschen außer diese geben, die wir getroffen haben. Rechts. Das ist eine Abkürzung. Wieder reiten. Ich hab Bock auf Reiten haben. Ja, ein Tag Pause und dann vergisst man alles im Spiel. Ich kann auch nicht mal meine ganzen Aufgaben. Hör an. War nichts Besonderes. Gehen wir mal Gas. Jetzt sind wir Ober-Pro-Gamer, wenn eben nicht den Weg, sondern wegen die Abkürzung. Oh, der ist ja nicht bewegt worden. Ach, Schande! Jetzt bin ich über den Weg gegangen. Ja, hätte eh nicht geklappt. Jetzt weg gegen den Baum. Baum! Okay, den Baum kann ich auch nicht. Wohin jetzt? Geradeaus. Und gegen Gas. Und dann nehmen wir aber die Abkürzung. Abkürzung gefunden. Jetzt durch die Blätter. Wie wird das dargestellt? Geniale Darstellung von Blättern. Hab ich aber echt geschafft. Wohin müssen wir? Ich bin verwirrt. Ich kann nichts mehr machen. Wo gehe ich hin? Warum drehe ich mich um? Da. Zeit. Da. Schaffen wir mit dieser Ausdaueranzeige. Gib Gas! Und da ist das Haus und wo muss ich jetzt hin? Super, was für eine nutzlose Folge. Egal, bisschen Reiten mit Dreck hat auch Spaß gemacht. Wo muss ich jetzt hin? Das ist erstmal die Frage. Ich gehe mal ins Haus, vielleicht ist da. Verzeihen Sie mein Eindringen, aber ich habe neue Anweisungen für Sie. Raus aus meinem Haus! Raus hier, du Penner! Ich hab... Was machst du? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Verdammte Kacke! Wer ist das? Was macht der? Was soll ich machen? Ich will mich sicherlich vergewaltigen. Guck mal, wie hübsch ich aussehe. Ach, bin ich hässlich. Egal, wir gehen mal zu dem. Machen wir ernst. Oder? Verzeihen Sie mein Eindringen, aber ich habe neue Anweisungen für Sie. Ja, neue Anweisungen. Immer wollen die Männer etwas von jungen Mädchen. Okay, rede. Rede. Wie geht's Ihnen? Die Allergie wird wohl nicht besser, was? Es wird immer schlimmer. Aber nun zu den wichtigen Angelegenheiten. Beim nächsten Wettkampf müssen Sie unter die ersten drei gelangen. Wie melde ich mich an? Sie finden alle Erklärungen auf der Scheibe auf Ihrem Tisch. Ich weiß nicht genau, wie sie funktioniert. Aber da kann Helena Ihnen sicherlich weiterhelfen. Sie interessiert sich nämlich für diesen neumodischen Kram. Ah, eine CD-ROM. Sehr gut. Es muss irgendwo eine E-Mail-Adresse geben. Was? Sicher. Ich glaube, Sie müssen die Ausrüstungsart und das gewählte Pferd eingeben. Ach, so dumm kann man und nicht wenn ich sein. Die CD-ROM im Büro ausprobiere? Dort ist ein Computer. Ja.
Und raus aus meinem Haus! Ich habe das natürlich geerbt. Dann gib mir mal PC. Ich vergeude Zeit. Ich muss ins Büro und mir diese CD-ROM genauer anschauen. Ja. Sind jetzt falsch? Im Büro des Gestüts. Jetzt bin ich hier falsch? Weiß ich gar nicht. Da rechts ist noch eine Tür. Ah! Jetzt geht's dir an den Kragen, mein Schatz. Du wirst mir deine Geheimnisse schon preisgeben. Raus hier, der Bildschirm ist doch aus. Wir haben einfach kein... Wir sind einfach arm. Wir haben einen Computer, aber der ist aus. Guck mal hier, mit Tastengerät. Sie benutzt zwar eine Tastatur, aber in Wirklichkeit gibt sie in diesem Block die ganzen Eingaben ein, damit es aussieht, ob sie wenigstens was drauf hat. Egal, wir gehen mal mit dir. Sag mal, das Ding wird doch nicht lange Widerstand leisten. Helena, ich brauche deine Hilfe. Ich finde, das sieht wie dieser miese Typ Steingräber aus. Was ist das für eine CD-ROM? Das Anmeldeformular für den nächsten Wettkampf und die Teilnahmebedingungen, nehme ich an. Ich muss sie mit dem PC öffnen. Also... Das haben wir gleich. Starte den PC, indem du dich davor stellst und die Leertaste drückst. Ja, du stehst im Weg. Verstehe. Du wählst deinen Wettkampf aus und erhältst alle nötigen Informationen zu der Prüfung. Dressur, Querfeldein oder Springreiten. Um mit der Anmeldung zu beginnen, musst du auf die Anmeldeschaltfläche klicken. Wo kommt was anderes für mich? Wir haben ein Problem. Du kannst dich jetzt noch nicht anmelden. Du benötigst einen speziellen Wettkampfsattel. Wir haben hier keine mehr. Sind alle bei dem Brand vernichtet worden. Aber wo kann ich einen Wettkampfsattel herbekommen? Kaufen. Warte! Johanna hat von einem Handwerker im Dorf gesprochen, aber ich glaube, seine Werkstatt ist geschlossen. Ja. Erinnerst du dich noch, wo diese Werkstatt war? Nö, ich war noch zu klein. Frag am besten Thomas. Da rufe ich die doch ein bisschen an. Ja, komm, Thomas anrufen. Natürlich können wir unser Handy nicht auswählen. Was macht der denn? Warum sind die immer da drin? Ja, egal, ich liebe Thomas. Thomas, Helena hat mir gesagt, dass es mal einen Sattlermeister im Dorf gegeben hat. Ich brauche einen Sattel für meinen nächsten Wettkampf. Tja, ich entsinne mich dunkel. Du solltest im Büro nachschauen. Die Papiere deiner Tante liegen dort noch. Sie hat nie etwas weggeworfen. Gut, vielen Dank. Dann muss ich wieder rein. Wo ist Helena? Durchs Fenster raus oder was? Ja, ist unmöglich. Wo sind die Papiere? Sieh an, eine Visitenkarte. Ich würde sagen, von einer Sattlerei. Das Dorf hat sich sehr verändert. Die ist schon eine Ecke älter. Jetzt habe ich die Karte und was ist das? Yes, ich habe eine Urkunde bekommen. Ach, man ist hier wertlos. Ich bin noch Zweiter geworden, verstehe das nicht. So. Das kann ich noch nicht benutzen. Ja, natürlich ist unter auch weg. Ach so, ich muss es. Das heißt, es kommt eine Reitmission. Und damit verabschiede ich mich mit dieser Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wie ich mit dem Drecki wieder reite. Juhu, ich freue mich.